Yes. Ich sitze wieder im Grünen und wir können ein bisschen chalken. Bin wieder ein bisschen rausgefahren, Landleben, und dachte, wir können hier ein bisschen reden. Hier ist Mucksmäuschen still, also ich hoffe einfach, dass nicht so viele Leute vorbeikommen. Weil Dorf, ne, jeder kennt jeden, das ist dann immer so ein bisschen peinlich, aber egal. Es ist halt heute Samstag, ein Tag nach meinem Abschluss, und es ist halt echt schönes Wetter, deswegen glaube ich, dass sehr viele einen Ausflug machen. Ich hoffe aber einfach, dass ich die Themen, die ich ansprechen will, gut ansprechen kann, ohne dass hier die ganze Zeit irgendjemand vorbeifährt, weil ich will halt nicht darüber reden, wenn hier Leute sind. Das Thema, das wir heute reden, ist einfach die Social-Media-Welt. Wie sie wirklich ist, was mich an ihr derzeit stört und wie ich zu dem Ganzen stehe, Social-Media, Personen aus öffentlichen Lebens, Influencer, bekannt sein, Fame sein, das alles besprechen wir heute. Ich habe mir des Todes viele Notizen gemacht über die ganzen Dinge, die ich heute besprechen will. Und dafür benötigen wir auf jeden Fall Zeit. Ich versuche nicht so leise zu sprechen, aber es ist halt immer dieses kleine Schamgefühl, falls jemand ist, ne? Als erstes möchte ich einfach ein paar Sachen ansprechen, die mich gerade sehr nerven an dem Ganzen. Ich habe absolut nichts gegen Leute, die gleichgeschlechtliche Liebe. Ich bin absolut nicht homophob. Ich habe nichts gegen Schule, ich habe nichts gegen Lesben, ich habe gegen das Ganze nichts. Ich habe selber auch schwule Freunde und so und hatte damit absolut kein Problem. Buh, da war gerade ein Schmetterling direkt vor meinem Display. Aber derzeit, finde ich, wird es lächerlich. Die Sache, die ich sagen möchte, ist, dass halt derzeit jeder schwul ist und das zeigt und so. Finde ich auch nicht schlimm. Ich finde es cool, dass man dazu steht und sagt, hey, ich stehe auf das gleiche Geschlecht. Hey, ich bin vielleicht ein bisschen anders. Hey, ich schwimme vielleicht gegen den Strom. Finde ich mega cool. Auch Hashtag Love is Love und Hashtag gegen Homophobie und alles Mögliche. Do it, okay? Go for it. Tu, was du willst. Lieb, wen du willst. Ich bin da sehr offen, ob du bi bist, ob du schwul bist, ob du lesbisch bist. Mach, was du willst, ne? Aber ich kann es halt nicht leiden. Überall in Social Media werden halt Leute so kritisiert, die ganz normale Pärchen sind, heißt, tut man nicht so perfekt, macht man nicht so viel Kappe kurz, ich gibt's ja nur noch zu zweit, aber wenn das jemand schwul ist oder jemand Lesbisches macht, dann ist das plötzlich, was ist denn das für ein Viech? Dann ist das plötzlich nicht mehr schlimm, sondern so süß und so toll. Und wieso? Ob du jetzt, ob Mädchen und Junge zusammen sind, Mädchen und Mädchen oder Junge und Junge, das ändert doch gar nichts an dieser Liebe. So, und allgemein schon, dass man das einfach so ausnutzt und dann so übelsten Clickbait auf Instagram und alles macht und ist doch ekelhaft so. Ich weiß nicht, ich meine halt nicht ekelhaft, dass sich zwei gleiche Geschlechter lieben oder so, aber dass man sich die ganze Zeit die Zunge gegen seinen Rachen stecken muss, um irgendwie Klicks dazu mit profitieren oder sowas, sich hier den ganzen Hals voller Knutschflecken verzehren muss, um irgendwie zu zeigen, dass man Bad Boy, Bad Girl ist, hart dabei ist, richtig geiles Sex- oder Privatleben hat. Juckt doch niemanden, Alter. Das ist nur, dass die einzelne Person sich einfach besser daran fühlt, finde ich. Ich glaube halt nicht, dass das jemand zeigt, um einfach zu sagen, ja, ist halt blöd passiert, sondern wirklich, um zu sagen, hey, guck mal, was ich kann und letzte Nacht gemacht habe, letztes Wochenende gemacht habe oder whatever. Ich finde das, ich wäre da nicht stolz drauf, wenn mein ganzer Hals voll ist. Ob es mein Freund ist oder ob es nicht mein Freund ist. Ich wäre da nicht stolz drauf und würde nicht immer so hier rumrennen und diese Bilder hier machen. Dieser Hype um diese Knutschflecken ist zum Glück schon lange wieder ein bisschen abgesunken. Aber dennoch sehe ich das sehr und denke mir so, Leute, schämt ihr euch nicht? Schämt ihr euch nicht dafür? Ohne Witz, wenn meine Mutter das sehen würde. Pff, ihr solltet euch nicht dafür schämen, dass ihr mit, keine Ahnung, mit irgendeinem Typen, irgendeinem Mädchen irgendwas habt, whatever. Oder irgendwie mit denen einen schönen Abend hat. Nein, kein Thema, aber ihr müsst es nicht der ganzen Welt so offenbaren. Aber ist ja eigentlich eure Sache, ne? Ist jetzt nun mal meine Meinung dazu. Ich finde das so übertrieben. Und das mit, wir kämpfen für unsere Liebe und whatever, wo ich mir denke, es sagt niemand was gegen eure Liebe, tut einfach, was ihr wollt und steigert euch mal nicht ganz so in euren Film rein. Das erstmal zu diesem Thema. Dann tut jeder Zweite auf depressiv und weiß nicht mal, was depressiv ist. Wieso man wirklich depressiv ist. Die sind dann depressiv, weil die Followerzahlen nicht mehr stimmen. Weil, keine Ahnung, die Schwester ausgezogen ist. Solche Dinge. Aber
wirklich, wirklich, wirklich Dinge im Leben, die wichtig sind, das kennen die Leute noch gar nicht. Und nein, ich weiß auch noch nicht, was wichtig im Leben ist. Ganz im Gegenteil, ich bin mitten in der Pubertät, ich habe keine Ahnung von irgendwas. Deswegen, wenn ich jemals gesagt habe, ich bin depressiv oder so, auch meine alten Videos, Digga, Nicole, bist du behindert? Du warst jung, du hattest keine wirkliche Ahnung, um was sich das Leben dreht. Das habe ich immer noch nicht, aber ich bin dabei, es herauszufinden. Also die ganzen 11, 12, 13, 14, 15, 16-Jährigen da draußen, ihr alle, die noch in der Pubertät sind, entspannt eure Lage. Ihr seid nicht depressiv, seid nicht vollkommen Arsch. Auch wenn ihr euch ritzt, ist es heutzutage, ich würde sagen, fast normal. Das bedeutet aber nicht, dass ihr depressiv seid. Das bedeutet einfach nur, dass ihr derzeit mit euch nicht klarkommt. Was wirklich Depressionen sind, Burnout und das alles, davon habt ihr keinen blassen Schimmer. Ihr müsst euch einfach mal denken, die meisten denken, sie hätten schon alles erlebt und sie hätten so viel krasse Erfahrungen mit 15, 16 Jahren. Das ist wie viel vom ganzen Leben? Sagen wir mal, ihr werdet zwischen 80 und 100. Das ist nicht mal die Hälfte von eurem Leben. Und ihr wollt mir erzählen, ihr habt Erfahrungen und euer Leben ist so scheiße. Sorry, du hast noch nicht mal die Hälfte erlebt, also urteile nicht über dein Leben. Denkt, euer Leben ist vorbei, bevor es überhaupt erst angefangen hat. Ihr denkt, euer Leben hat keinen Sinn mehr, bevor ihr überhaupt angefangen habt. So, what's going on with you? Entspannt euch mal eure Lage. Und ich finde, diese Social Media zwängt euch immer mehr da rein zu denken, dass man einfach depressiv ist und so traurig ist. Und wir sind nicht alleine mit unseren Problemen und alles Mögliche. Aber in Wirklichkeit steigern wir uns da alle extrem rein. Statt dass wir auf Social Media in Kommentaren schreiben, wie scheiße es uns geht und dass wir keine Freunde haben, sollten wir mal mit Leuten darüber reden, die in unserem Umfeld sind. Und das nicht irgendwo posten, um Mitleid zu sammeln, um uns besser zu fühlen und ja, genau das ganze Zeug. Dass wir Social Media Leute ein perfektes Leben vorgeben, ist ja immer sehr stark in der Kritik. Und dass wir ja mal unser wahres Leben zeigen sollen, unser wahres Ich. Ich muss sagen, ich habe da zwei gespaltene Meinungen dazu. Einmal finde ich es gut, dass man sagt, man soll die echte Seite zeigen. Des anderen würde ich ja sagen, wieso? Teilweise kann man auch Menschen sehr demotivieren mit der Wahrheit. Wieso also nicht den Menschen ein bisschen mehr Mut machen und einem von der besten Seite zeigen und einfach mal den Leuten Mut machen und zeigen, hey, vielleicht geht's doch ganz gut und vielleicht geht's den Menschen doch nicht so schlecht und du kannst es auch schaffen. Also ich finde, dieses perfekte Leben vormachen hat positive und negative Seiten und man sollte nicht nur ganz negativ dagegenüber sein. Allgemein, wir aus dem Social Media Leben, wir sind genauso wie ihr. Nicht perfekt. Ich finde es immer wieder traurig, wenn wir euch treffen und ja, ihr denkt halt so, als wären wir sowas mega Besonderes, aber das sind wir nicht. Das sind wir wirklich nicht. Glaubt mir, auch wenn ihr denkt, doch Nicole. Nein. Nein. Es ist so, wie jetzt jemand in eurer Klasse irgendwie sitzt und einfach so ein bisschen sein Hobby teilt. Es ist nichts Besonderes. Das Tierchen, hier. Ich persönlich möchte auch nicht hören, dass ich perfekt bin, weil das mich eher unter Druck setzt, weil ich ja weiß, wie unperfekt ich eigentlich bin. Ich gebe euch mal so ein paar Beispiele, was wir für Aktionen bringen. Wir lassen andere stehen für Abonnenten. Wir sagen, wir treffen uns mit dir, dann kommt der mit, der mehr Abonnenten hat, Zeit für dich und dann gehen wir dahin. Ich möchte mich gar nicht ausschließen. Ich möchte mich zu dem Ganzen bitte hinterzuziehen. Also denk nicht, dass ich hier der brave Engel von allen bin. Ich bin genauso falsch, ohne Witz. Wir sind alle falsch. Jeder Mensch ist auf irgendeine Art und Weise falsch. Nur wie er falsch ist, das ist seine Art. Ich stehe dazu, zu dem, wie ich bin, zu meinen negativen Seiten. Andere, die versuchen es zu vertuschen, weil sie denken, es ist vielleicht was Negatives. Aber manchmal ist es auch so, Fehler zu machen und so, nicht ganz negativ. Wir nutzen uns alle gegenseitig aus und verlinken teilweise andere, aber auch nur, damit man sieht, dass wir mit denen chillen, dass wir mit denen befreundet sind, dass ihr uns auch abonniert, weil wir sind ja mit den Coolen befreundet und eigentlich wünschen wir den ganzen Tag nichts Gutes. Nur uns selber, weil wir sind sehr egoistisch. Also die meisten. Ich rede nicht von allen, aber der Großteil. Aber das sind nicht nur wir im Social Media Leben. Da seid auch ihr und du. Du, wo gerade zuschaust. Du bist genauso egoistisch, wie wir es sind. Weil wir alle gleich sind. Wir tun öffentlich unsere Streitereien nutzen, um den Streit zu nutzen, um selber daraus wieder zu profitieren. Denn wir wissen ja, Zahlen machen uns glücklich. Das war gar keine Ironie. Nein, gar nicht. Ja, ich sollte da meine Klappe halten gegenüber dem Thema eigentlich, weil ich es selber gemacht habe. Aber ich habe es wirklich nicht gemacht, um die Abos zu schnurren. Ich habe es gemacht, um eine Ansage zu sagen. Eine Ansage zu machen. Zu sagen, dass ich nicht mit mir so umgehen lasse und dass ich keine Lügen verbreiten lassen tue. Deswegen, ich wollte es auch nicht weiter hochschaukeln lassen, hätte ich machen können. Ich hätte so ein paar Dinge machen können, das hätte sich dann so hochgeschaukelt.
noch mehr Abonnenten. Mehr Abonnenten. Da gibt es viele Leute, die hätten es so gemacht. Aber es gibt auch viele, die hätten darauf gar nicht erst reagiert, weil sie sagen, sie gönnen dem anderen wieder nicht der Fame, der dadurch kommt. Aber ich dachte mir so, I give a fuck. Was ist schon Fame, Alter? Es ist nicht mal Geld, wir können uns nichts davon kaufen. Vielleicht kriegen wir vielleicht ein paar Mal Klamotten geschenkt, aber was bringen mir Klamotten? Genau, nicht viel. Jeder von uns sagt, spread love, be positive, seid positiv, verbreitet Liebe, seid glücklich und genießt euer Leben. Aber in Wirklichkeit tun wir uns gegeneinander aufhetzen, wenn es euch noch nicht aufgefallen ist. Wir hetzen uns alle gegeneinander auf, weil wir teilweise wollen, dass andere uns nicht überholen, weil wenn uns jemand überholt oder jemand besser ist wie wir, kriegt der unsere Aufträge und somit unser Geld. Wenn wir mal geldtechnisch gerade denken. Wir hetzen unsere Communities aufeinander, um zu sehen, wie stark wir sind. Wir fühlen uns dadurch besser, wenn wir gewinnen. Wenn wir merken, wie stark unsere Community ist. Weil wir denken, wir sind so krass und deswegen ist unsere Community so stark. Und teilweise haben wir auch nur so starke Communities, weil wir einfach scheiße sind. Und die Scheiße verfolgen wollen. Es gibt nur wenige im Social-Media-Leben, die wirklich Mehrwert haben. Die im Gedächtnis bleiben. Es gibt sehr viele mit sehr wenigen Followern, die einfach krank sind. Die kriegen kranken Shit raus. Also wirklich... Respekt. Wiederum gibt es die krass viele Abonnenten haben, aber einfach nur Unterhaltung machen wollen, weil sie sich vielleicht auch gefühlisch da rein nicht so reinsteigern wollen. Wenn man einmal nämlich mit Gefühlen da drin ist, blub, 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 geht's ganz schnell bergab. Aber ist euch schon mal aufgefallen, wie wir auf Fame tun? Oder allgemein, wie alle denken, dass wir Fame wären? Ich find's ja schon komisch, wenn jemand sagt, komm, geh auf den roten, pinken oder auch blauen Teppich. Und ich mir denke, ja Mann. Man braucht auch einen Teppich für mich. Mittlerweile ist es schon normal, auf rote Teppiche und alles zu gehen, aber eigentlich brauchen wir das doch gar nicht. Oder die krankesten Hotels, in denen wir übernachten, damit auch, alles gut für uns ist. Digga, die Hotels, die sehen so krass aus, da würde ich am liebsten mein ganzes Leben dran chillen, Alter. So krass sieht nicht mal mein Zuhause aus. Nur weil sie denken, dass wir die Oberstars teilweise sind. Sie behandeln uns teilweise, als wären wir irgendwas Krankes, als kann man uns nichts Geringes geben, jetzt muss alles das Beste vom Besten sein. Ob es Essen ist, ob es die Unterkunft ist, ob es irgendwas ist. So wird mit uns umgegangen. Irgendwie ist das sehr komisch. Natürlich ist es voll freundlich, aber ich will mich nicht so als was Besseres behandelt werden, weil ich mich nicht so fühlen will, versteht ihr? Letztens hat jemand was für mich gebucht und hat dann, ich glaube, ein 3- oder 4-Sterne-Hotel war das nur gebucht und sagt so, oh, ich hoffe, das ist okay für dich. Ja, ich weiß das nicht, was du sonst gewohnt warst. Und ich dachte mir so, was geht, Alter, wenn ich, keine Ahnung, in Ägypten oder so in Urlaub gehe. Schau mal die Hotels an, in denen ich chill, Alter. Die sind auch nicht die krassesten. Na und, Hauptsache es macht Spaß, man ist mit den richtigen Leuten da. Ein Hotelzimmer ist dafür da, um da zu pennen und nicht, dass ich mich krass fühle. Wir denken einfach alle, wir werden Fame, aber wir sind's nicht. Denn wir vergessen alle eins. Ist das hier alles rum, erinnert sich niemand mehr an uns. Niemand, weil wir alle keinen Mehrwert haben. Wie gesagt, zumindest 90%. So 10% gibt es noch, da denkt man sich danach vielleicht, die hat doch mal was gesagt. Ich weiß auch nicht, ob Menschen über meine Worte nachdenken, aber ich will sie ein bisschen dazu bewegen, drüber nachzudenken, vielleicht Dinge anders zu sehen und ihnen einfach Denkstöße zu verleihen. Ich möchte euch nicht verändern, was eigentlich Influencer heißt, also Beeinflusser. Ich möchte euch einen Denkstoß geben. Und wenn ihr denkt, wir sind untouchable, weil alles so tun, nein, das sind wir nicht. Egal wo ich bin, ich könnte mit euch immer chillen, außer ich bin halt irgendwo bei meinem Kaffee oder so, dann mache ich weder Bilder noch chill ich mit euch, weil das für mich ganz komisch ist, wenn Leute da, wo ich wohne, einfach bei mir sind oder so. Aber sonst, wenn ich Stuttgart bin oder so, ich chill mit Freunden, ihr seid entspannt drauf, setzt euch dazu, wir chillen zusammen. Es ist so entspannt, dieses Leben, ey. Ihr könnt mit mir über alles reden, ihr könnt mich alles fragen. Und wenn ich nicht antworten will, dann werde ich es euch sagen, aber ich werde euch niemals anschreien oder ähnliches. Wir sind nicht untouchable. Wir sind nicht Justin Bieber. Egal, wer von uns da draußen ist es. Okay, ich nenne jetzt keine Namen, sonst. Ob wir 2 oder 3 Millionen Abonnenten haben, glaubt mir. Wir sind einfach Menschen. Wir untereinander interessieren uns eigentlich nur für uns selbst. Und 90% bei uns ist oberflächliches Gelaber. Außer wenn wir vielleicht privat noch was machen, sind wir teilweise wirklich Freunde geworden. Aber dann heulen wir uns auch gegenseitig beieinander aus. Zwar jeder bei jedem und plötzlich weiß jeder die Lebensstory. Und dann wundert man sich im Nachhinein, dass Gerüchte rumkommen. Blöd, wenn man jedem seine Lebensstory erzählt. Und jedem irgendwie eine andere. Dann reimt man sich das zusammen und schon ist die Lebensstory in der Öffentlichkeit. Ameise im Schuh, Ameise im Schuh, Ameise voll im Schuh. Rote Ameise voll im Schuh, raus aus meinem Schuh. Wir müssen alles immer zeigen, ob auf Snapchat, Instagram oder whatever.
Ja, ich mache das auch. Ich gehöre dazu. Ich sag's euch die ganze Zeit. Ich bin genauso. Das, was ich hier rede, das bin auch 100% ich. Kein Witz. Aber wenn wir dann einmal nicht viel zeigen, dann heißt das, wir geben uns keine Mühe oder wir sind so abgehoben, weil wir nichts mehr posten. Aber vielleicht mal daran gedacht, dass wir vielleicht nicht unser Privatleben komplett posten wollen, auch wenn wir Personen des öffentlichen Lebens sind. Vielleicht sehen wir es, weil es uns Spaß macht und nicht, weil wir wollen, dass jeder unsere Lebensstory kennt. Muss ja nicht jeder wissen, mit wem ich meinen Abend verbringe, meine Nacht verbringe oder allgemein meinen Tag verbringe. Es muss einfach nicht jeder wissen. Also denk mal ein bisschen daran, dass vielleicht, wenn jemand nicht ganz so viel Insta-Story oder Snapchat oder irgendwas macht, dass es nicht heißt, dass er den ganzen Tag im Bett chillt, sondern dass er vielleicht auch gerade was macht, von dem du vielleicht nichts erfahren solltest, weil es vielleicht sein Privatleben ist. Allgemein, jeder denkt, Social Media sei das Leben, aber glaub mir, das ist so praktisch manchmal, dass man irgendwas hinfaken kann, wo man gerade anscheinend ist, was man gerade anscheinend macht, was aber gar nicht so ist. Mein Leben sieht eigentlich ganz anders aus. Wirklich, ihr habt keine Ahnung von meinem Leben, wie es wirklich ist, vor allem derzeit. Mein Gott, hat sich gerade viel geändert an mir und an meinem Leben. Ob ihr es positiv oder negativ sehen wollt, ist wieder mal eure Sache. Traurig ist aber nur, dass Nicole, die Person, die ich eigentlich wirklich bin, immer mehr verschwindet. Ich weiß nicht, wo sie hingeht, die Nicole. Aber jeder vergisst, dass Nicole existiert. Für alle gibt's nur noch Niki. Liebe Miss Niki. Dieser Name mittlerweile fuckt mich richtig ab, jetzt kein Witz. Weil immer wenn ich Miss oder Niki oder irgend sowas höre, denke ich mir dran, dass die das ja alles gesehen haben und gar nicht wissen oder so. Keine Ahnung, davor schon so eine, sich eine Meinung bilden von mir, was aber ich ja nicht bin. Ich bin nicht Miss Niki. So, hier gerade bin ich vielleicht Miss Niki, aber wenn du mich so siehst, bin ich Nicole. Das sind so wie zwei Leben, komplett unterschiedlich und dennoch irgendwie gleich. Oh mein Gott, Leute. Ich weiß, was das war. Och no. Fick mein Leben, ich sitze in einem Ameisenhaufen. Jetzt kein Witz. Was ich sagen wollte, ist, dass Nicole nicht mehr existiert. Zumindest für die meisten Leute. Meine privaten Freunde sagen immer Nicole und Social Media Freunde halt Niki. Und ich bin auch viel lieber Nicole als Niki. Aber egal wo ich bin, auch da wo ich dachte, ich könnte Nicole sein, bin ich plötzlich irgendwie immer mehr Niki und werde immer mehr in die Rolle von Niki reingezogen. Ich sag jetzt mal Rolle, obwohl ich euch nichts vorspiele, aber Nicole und Niki sind zwei unterschiedliche Personen. Und immer mehr wird halt vergessen, dass es Nicole noch gibt. Immer mehr gibt es nur noch Niki und nicht mehr Nicole. Obwohl ich Nicole viel mehr mag anstatt Niki und viel lieber Zeit in der Welt von Nicole verbringe als von Niki. Wenn jetzt jemand sagt, hey, dann hast du dir eindeutig das Falsche ausgesucht, dann hör doch einfach auf mit Social Media. Die Sache ist, Nicole und Niki, beide lieben Videos machen und Bilder machen und das zu posten. Aber beide kommen mit dem Ganzen drumherum nicht klar. Und wenn ihr jetzt sagt, hey, dann verbünde doch Nicole und Niki zu einer Person. Die Sache ist, wahres Leben zeigen hin oder her echt schön, ne? Aber verkraftet ihr das wahre Leben? Kommt ihr damit klar zu sehen, was unsere Fehler sind? Was wir wirklich machen, wer wir wirklich sind. Und vor allem, auch wenn ihr damit klarkommt, wollen wir überhaupt, dass ihr wisst, wer wir wirklich sind? Ab dem Moment, wo ihr wisst, wer wir wirklich sind, könnt ihr uns nämlich hart zerstören und wir sind angreifbar, wir sind verletzbar. Und wollen wir das? Wollen wir das riskieren? Nur, dass ein paar Leute sagen können, dass wir real wären, so? Ich glaube nicht. Zumindest will ich es nicht riskieren. Wenn wir euch unser wahres Leben zeigen, werdet ihr so viel falsch verstehen. Und natürlich, es gibt dann viele Kritiker und steht auch über Kritiker, aber vielleicht können wir das nicht und vielleicht wollen wir das nicht. Es ist jedem selbst überlassen, ob er da zwei Leben hat, so wie ich, Niki und Nicole, oder ob er sagt, dass es ein Leben ist. Allgemein, wir alle lassen uns derzeit viel zu stark beeinflussen von Social Media, egal mit was es ist. Wie oft habt ihr nicht gelernt, weil ihr auf Instagram wart und euch darin vertieft habt und die Zeit plötzlich rum war? Wie oft ist dadurch eine schlechte Note ausgelöst worden? Wie oft habt ihr auf irgendjemanden gehört, der gesagt hat, Schule ist nicht wichtig? Wie oft habt ihr auf jemanden gehört, der gesagt hat, braun seine schön? Allgemein oberflächliches Gelaber. Ihr lasst euch total von uns beeinflussen. Wir sind ja auch schließlich die Influencer, die Beeinflusser. Eigentlich ist das Wort schon sehr traurig, ne? Beeinflusser ist ja auch gleich Veränderer. Und Veränderungen, in dem Sinne, dass sich jemand anders verändert, ist ja auch nicht ganz so positiv.
Ich will jetzt ehrlich zu euch sein und zu euch was ganz Ehrliches sagen. Vielleicht ist es jemand von euch aufgefallen, ich habe mich derzeit sehr zurückgezogen. Social Media, habe nicht mehr ganz so viel gezeigt, habe sehr viel geändert, habe an mir sehr viel geändert, mache sehr viel mittlerweile mit privaten Freunden, seit nicht mal einem halben Jahr. Ich habe angefangen, dieses Leben zu lieben, dieses Leben als Nicole. Und immer wenn ich mit meinen privaten Freunden rausgehe und ich Nicole sein kann, kann ich komplett abschalten und bin einfach komplett glücklich und mach das, was mir Spaß macht und muss nicht drauf schauen, dass mich irgendjemand sieht, in was für Zuständen auch immer. Zumindest wenn ich in privaten Räumen bin, sonst schaue ich immer wirklich, dass jeder, ne, dass ein gutes Bild jeder von mir hat. Also bin ich ganz glücklich, komme nach Hause und denke mir, okay, ich check mal kurz die Social Medias oder ich poste mal kurz ein neues Bild. Und ab dem Moment ist meine Laune im Eimer, weil ich mich wieder mit den ganzen Leuten beschäftige, die mich abfacken, die mich aggressiv machen, die mich traurig machen. Damit meine ich nicht meine Zuschauer oder so, damit meine ich ganz viele andere Influencer. Und ich bin halt in der Meinung, man sollte nur Zeit mit Leuten verbringen, die einem wichtig sind und die einem viel bedeuten. Das ist in einem Business aber sehr schwer, weil wir so viele sind. Man kann nicht jeden mögen, man soll keine Vorurteile haben, aber dennoch haben wir sie. Also labert nichts von, hat nicht so viele Vorurteile. Wir haben alle Vorurteile und wir können sie nicht einfach so abstellen. Außerdem muss ich mich dann auch mit Kritik befassen. Oberflächlich, auch manchmal, ich finde deinen Charakter so scheiße. Whatever. Sehr viel Kritik. Aber vielleicht will ich die Kritik gar nicht hören. Auch wenn Kritik eigentlich gut ist, aber manchmal kann man Kritik nicht gebrauchen oder Kritik zieht einen runter. Das ist derzeit allgemein so stark bei Social Media. Und wir reden nicht von normaler Kritik, sondern wir reden von Hate und Negativität, die wir euch beigebracht haben. Wir sind eigentlich die Veränderer, die vielleicht was Schönes, was Positives, was Großes verändern könnten, wenn wir alle zusammenhalten würden. Die Sache ist, dass wir alle gegeneinander aufhetzen. Wir sind einfach nur so egoistische kleine Arschlochkinder, die keine Ahnung haben, was sie mit euch anstellen. Teilweise, natürlich, ihr seid selber dran schuld, aber ihr geht kaum mehr raus. Ich mittlerweile wieder. Sitzt drin, liked unsere Bilder, weil wir euch gesagt haben, wenn unsere Bilder und Videos online kommen. Wir beeinflussen euch damit. Und ihr merkt es teilweise gar nicht. Das ist sehr unterbewusst, was wir machen. Das ist richtig hinterlistig. Aber nur so verdienen wir Geld. Und deswegen ist es den meisten von uns so wichtig. Nur so fühlen wir uns gut, kriegen unsere Bestätigung, sind so traurig, ohne Witz. Wir sind einfach so erbärmlich. Und ja, ich gehöre dazu. Ich möchte es wieder sagen. Ich gehöre zu dem Ganzen dazu. Allgemein das andere zu den Sachen, die ich mache, was sagen können, ihre Meinung zu mir abgeben können, fuckt mich ab. Na, weil niemand hat das Recht, über irgendjemand anderen zu urteilen oder eine Meinung zu äußern. Und ich habe immer gesagt, Kritik ist gut und so ist sie auch. Aber irgendwo tut es uns alle verletzen. Wenn jemand über uns als Personen urteilt und ja, haltet euren Mund, wenn ihr sagt, du hast dich so entschieden, du bist persönlich des öffentlichen Lebens. Ich habe mich nicht dazu entschieden. Ich habe das gemacht, was mir Spaß gemacht hat und das mache ich immer noch. Person des öffentlichen Lebens, da bin ich einfach so reingerutscht. Wegen diesem ganzen Shit schaue ich auch gar keine YouTube-Videos mehr, Instagram-Bilder von irgendwelchen Leuten, Musical.lys von irgendwelchen Leuten. Ich bin auf den ganzen Plattformen nicht mehr. Ich gehe da nur hin, um schnell was zu posten. Ich bin nur noch auf Pinterest. Schaue mir Inspirationen an von Reisen, von Orten, von Styles. Dinge, die mich einfach inspirieren. Das Tolle bei Pinterest finde ich, es gibt kein Like und Dislike und es gibt auch keine Kommentarfunktion. Die Leute ziehen einfach ihr Ding durch. Und das ist das, was ich eigentlich auch machen will. Dennoch kann man nicht einfach so sein Ding in Social Media durchziehen, da man nur bekannt erfolgreich werden kann, wenn man mit der Community kooperiert und mit ihnen zusammenarbeitet, auf sie reagiert, auf sie eingeht. Wisst ihr, ich möchte, wenn ich 30 bin, 20 bin, 50 bin, 60 bin, 80 bin, zurückdenken an die Tage, wo ich 16 war, heute an diesem Tag, und möchte sagen, boah, ich habe damals was erlebt, ich hatte Spaß, ich bin rausgegangen, ich habe das gemacht, was ich wollte, ich habe viel mit Freunden gemacht, ich habe so coole Menschen kennengelernt, ich bin gereist, ich habe dies, ich habe das gemacht und nicht, ich saß zu Hause. Internet lief richtig hart geil bei mir. Ich war richtig der Bubble im Internet. Ich hatte richtig viele Internetbekanntschaften. Das
möchte ich nicht sagen. Was ist das? Das juckt doch kein Schwein. Stell dir vor, ich gehe auf einen Rentnertreff irgendwann, wenn ich alt bin. Was erzähle ich dann da? Ich war damals Internet hart am Schlüssel. Lief bei mir voll. Ich hatte 10 Millionen Abonnenten. Ich war richtig krass. Das ist doch was, was vergeht. Aber was ist, wenn ich erzählen kann, was für cooles Zeug ich damals gemacht habe? Was für Scheiße ich gebaut habe? Wie viel Spaß ich hatte? Das ist doch viel wichtiger, als dass ich den ganzen Tag an irgendeinem Scheiß gearbeitet habe. Die ganze Zeit irgendwelche Texte geschrieben habe für meine Bilder. Mir Videoideen überlegt habe. Weil ich einfach Menschen unterhalten wollte. So, ich weiß selber nicht, was ich hier tue, ohne Witz. Wieso mache ich das? Aber irgendwie habe ich Spaß daran, merkt ihr es? Es macht mir Spaß. Aber irgendwo zerstört es mich. Das ist so, wie wenn man manchmal einen Menschen liebt. Man kann nicht mit ihm, aber auch nicht ohne. An jeden da draußen gerade, der mein Video anschaut und schon zu lange dabei ist. Nach dem Video schaltet ab, macht euer Handy aus, legt es an die Seite, geht raus, habt Spaß. Macht das, über das ihr in 60, 70 Jahren lachen könnt und Leuten erzählen könnt, was für ein Shit ihr gemacht habt. Das heißt aber nicht gleich, dass ihr irgendwie Mist anstellen sollt. Shit bauen kann man auch so machen, dass man, keine Ahnung, mit seinen Freunden rausgeht, picknicken tut, das Essen in die Wiese fällt aus Versehen. Solche Sachen, keine Ahnung, rausgeht aus Versehen, Fahrradunfall macht, weil man im Feld umgekippt ist und man lacht auf dem Boden. Man lebt einfach. Und dann kommen wieder die depressiven Kinder und wollen alle sich umbringen. Girls, schätzt das Leben. Fucking, wir leben nur einmal. Wir sind hier gerade im Hier und Jetzt. Ist morgen alles vorbei und dann kommt die an mit, ja, aber er hat mich nicht geliebt und ja, aber ich habe so wenig Follower. Es juckt niemanden. Es juckt jemanden, wie viele Follower du hast, ob dich jemand liebt oder nicht. Alter, hab Fun, geh durch dein Leben und mach das, was dich glücklich macht. Fuck, Leute. Was machen wir hier eigentlich? Ich sitze hier, rede mit einer Kamera. In 60 Jahren wird es mir keiner glauben. Aber dann habe ich Videobeweis. Schaut euch mal an. Ihr lügt euch gerade dreckig ins Gesicht und spielt euch irgendwas vor, irgendwer zu sein, der ihr gar nicht seid. Ihr spielt euch was vor, irgendwo zu leben, wo ihr nicht lebt. Das sind nicht wir. Das bist auch nicht du. Das bin auch nicht ich. Das ist nicht unser Leben. Absolut nicht unsere Zukunft. Denkt drüber nach, macht was draus und verändert was.